Ihr Lieben, mein heutiger Beitrag soll eine Hommage an eine ganz besondere Frau sein. Das heißt, wir haben hier heute eher den Bereich Kunst und Kultur und dies deswegen, da ich von dieser Frau zutiefst beeindruckt bin. In ihr steckt nichts Verlogenes, nichts Falsches, nichts Berechnendes, nichts Aufgesetztes. Sie ist grundehrlich, sie ist kritisch und sie ist ein Multitalent. Sie macht Regie, sie dichtet, sie schreibt Drehbücher bzw. Theaterstücke. Sie ist auch selbst als Schauspielerin aktiv, als Musikerin. Sie organisiert Events und sie hat sozusagen auch die Rolle der Interviewerin übernommen. Und so habe ich sie bei der Serie Alles auf den Tisch kennenlernen dürfen. Seither sind wir in Kontakt. Ihr Name ist Philine Conrad. Sie lebt im Berliner Raum. Und sie erhielt aus meiner Sicht völlig zu Recht eine Einladung von der Internationalen Martin-Luther-Stiftung, um am 18. Juli 2023 dort eine Eröffnungsrede im Erfurter Rathaus zu halten. Sie hat mir ein Transkript dieser Rede zukommen lassen und ich war davon zutiefst beeindruckt. Und aus diesem Grund habe ich sie gefragt, ob ich das nicht auch auf meinen Kanal stellen dürfte, weil natürlich hat auch sie ihre, wenn man so sagen möchte, Vertriebskanäle, aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass diese Rede möglichst viele Leute hören sollten und ich würde hoffen, dazu beitragen zu können. Sie hat dem zugestimmt, durchaus mit dem Nebensatz, es ist ja vielleicht auch einmal interessant, wenn ein Mann das vorträgt. Ich hoffe, dass es dadurch jetzt nicht zu einer Verzerrung der Inhalte kommt. Aber ich kann mich mit den Inhalten dieser Rede in einem so großen Maß identifizieren, dass ich hoffe, es auch authentisch rüberzubekommen. Philine Conrad hatte diese Einladung bekommen mit der Themenstellung, welche besondere Erfahrung, Einsicht, Begebenheit während der Corona-Jahre Anfang 2020 bis Anfang 2023 hat sie mit großer Kraft und Intensität A. in persönlicher, privater und B. in beruflicher, dienstlicher Hinsicht bewegt, beschäftigt, beeinflusst. Und hier nun ihre Rede, Erfurt, 18. Juli 2023. Ich freue mich, dass ich zu dieser Gelegenheit eingeladen wurde und hier sprechen darf. Vielen Dank. Mein Thema ist die Kunst, die Kultur, das verbindende Element der Gesellschaft, das Tor zu Emotionen, Gefühlen, gesellschaftlicher und persönlicher Reflexion, Auseinandersetzung, Lebendigkeit, Muße und Hingabe.
Zusammengefasst, das Leben. Ich möchte mich einmal vorstellen. Ich bin ein Blinddarm, ein Leugner, ein Nazi, rechts, unsolidarisch und egoistisch. Ich bin dumm, ein Aasgeier und Verweigerer. Und ich bitte um Verständnis. Ich unterscheide nicht mit Sternchen zwischen Aasgeiern und Aasgeierinnen. Denn das Geschlecht spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Ich bin eine dumme Sau. Zu kennzeichnen und soll Sticker tragen. Ich bin ein Gefährder, ein Mörder und ein Todesengel. Ich bin ein Gegner. Gegen was? Ich bin ein Muffel, eine dunkle Gestalt und soll in einem Loch verschwinden, aus dem ich rausgekrochen bin. Ich bin ein Sozialschädling. Und bekloppt. Sie kennen die Gründe für diese Bezeichnungen. Guten Abend. Da bin ich. Und mit Ihnen zusammen in einem Raum. Das finde ich wunderbar. Denn das war lange Zeit nicht möglich. Ich durfte nicht rein. Dabei spreche und diskutiere ich gerne und tausche mich mit Neugier mit anderen aus. Dass das nicht ging, war ernüchternd, isolierend und schade. Nein, ich denke nicht, dass wir uns zurück in eine Freiheit geimpft haben. Und in Klammer steht hier Jens. Gemeint ist vermutlich der Herr ehemalige Gesundheitsminister Spahn. Im Gegenteil, ich persönlich spüre eine Enge, Schere im Kopf, verschlossene Herzen und die Eigenermächtigung, auf der richtigen Seite zu stehen. Man hat uns getrennt. 60 Millionen gegen 20 Millionen. Drei Viertel gegen ein Viertel. Und das geht über das Thema Corona hinaus. Es ist ein Brennglas der aktuellen Zeit. Die Themen tauschen sich aus. Doch ich möchte Sie fragen, haben Sie nicht auch den Eindruck, irgendetwas stimmt nicht in unserem Land? Irgendetwas läuft gerade verdammt schief? Aber hier geht es nicht um mich. Hier geht es um die Gesellschaft, das Miteinander und wie wir miteinander umgehen. Vor allem aber geht es um die Kunst als Spiegel der Gesellschaft. Sie sollte hinweisen und warnen, wenn sich eine Gemeinschaft voneinander entfernt. Doch sie war still. Das Schweigen war lauter als die Schreie der gebärenden Frauen unter FFP2-Masken. Das Schweigen war lauter als die hungernden Menschen auf den Straßen, die vor verschlossenen Essensausgaben standen. Das Schweigen war lauter als die Warteschlangen an kalten Regentagen vor den Krankenhäusern oder die Menschen, die im Winter zu Gottesdiensten vor den Kirchen auf kalten Steinen knieten. Das Schweigen war lauter als die Unruhe der Kinder, die im Kölner Dom auf ihre Spritze warteten. Das Schweigen war lauter als die Rufe der Menschen, die alleine hinter Plexiglas in ihren Betten starben. Möglicherweise fühlen Sie bereits jetzt eine starke Ablehnung gegenüber meiner Worte. Das ist in Ordnung. Ich bin nicht gekommen, um zu gefallen. Und auch nicht für Applaus.
Ich bin gekommen, weil mir unsere Gesellschaft seit 3 Jahren verdammt wichtig geworden ist. Vor allem, wenn uns Unmenschlichkeit als neue Normalität proklamiert wird. Ich empfinde Traurigkeit und Mitgefühl. Für unser gesamtes Land, für beide Länder, die wir einmal waren. Es zeigen sich Unterschiede. Der politische Geist ist aktiv, in einigen Teilen mehr als in anderen. Ich habe Mitgefühl, denn wir sind ein traumatisiertes Volk, eine traumatisierte Gesellschaft. Und das haben die letzten Jahre, Monate und Wochen gezeigt. Wir tragen Hass, Abwertung und Arroganz in uns. Das ist schmerzhaft zu beobachten. Sie bemerken, mein Text ist aufgeladen. Ich möchte nicht polarisieren. Es geschieht von ganz allein, indem ich benenne, dass etwas falsch läuft in unserem Land. Natürlich ist das meine Ansicht. Sie dürfen gerne eine andere haben, doch meine bekommen Sie nicht. Und ich werde sie auch nicht ändern, wenn sie Ihnen missfällt. Ich bin verwundert und irritiert über unsere Gesellschaft und was sie gezeigt hat die letzten 3 Jahre. Nicht, dass diese Dinge geschehen sind, sondern dass dazu geschwiegen und gegen andere Auffassungen gehetzt, verleumdet und verachtet wurde. Dass Grundwerte und Überzeugungen verletzt werden, dass Worte und Taten nicht zusammenpassen. Was aber hilft uns, wieder Unterhaltungen zu führen? Sie wissen schon, 2 Menschen tauschen sich aus, jeder mit einer eigenen Haltung, eine Unterhaltung. Wie finden wir wieder zueinander? Ich denke, Musik, Konzerte, Theater, Filme, Tanz, das, was über ein Jahr verboten war, bis heute eingeschränkt ist und wir unseren Beruf nicht mehr ausüben konnten, teilweise bis heute nicht können. Gemeinsames Erleben mit unbekannten Menschen in einem Raum. Kurzum, Nähe. Das Eintauchen in tiefere Sphären des Bewusstseins. Begreifen, dass man ohne einander nicht kann und es ein ohne einander nicht geben wird. Und das geht nicht per Videostream. Ich freue mich jedenfalls, jeden einzelnen von Ihnen hier zu sehen. Jedes einzelne, offene, neugierige und wissbegierige Gesicht. Das ist Schönheit. Das ist Leben. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen hier, der sich von meinen Worten sogar angesprochen fühlt. Ich freue mich auf das Gespräch. Dies war die Rede von Philine Conrad am 18. Juli 2023. Ich hoffe sehr, nein, ich bin überzeugt davon, dass meine Community davon genauso berührt sein wird, wie ich es bin. Ich wünsche euch alles Liebe.